Jetzt brennt es auch in Großbritannien. Ganz Europa ächzt unter der Hitze. Selbst im sonst eher kühlen und nassen England leiden die Menschen. Und mit den steigenden Temperaturen kommen die Feuer, wie hier in Wennington, einem Dorf wenige Kilometer östlich von London. Mehrere Häuser stehen in Flammen, es sei wie im Krieg, so die Anwohner. Und auch die Feuerwehr stößt angesichts des Wetters und der warmen Winde, die das Feuer immer wieder anfachen, an ihre Grenzen. Mehr als 100 Rettungskräfte sind allein in Wennington mehrere Stunden lang im Einsatz. Das Feuer soll von einem brennenden Komposthaufen erst auf trockenes Gras und dann auf die Häuser übergesprungen sein. Ob es sich dabei um Brandstiftung handelt, ist noch unklar. 40,3 Grad wurden am Dienstag in England gemessen. Das sind die höchsten Temperaturen in der Geschichte des Landes. Und noch ein trauriger Rekord wurde gebrochen. Allein in der Hauptstadt London waren an einem Tag mehr als 110 Feuerwehrautos im Einsatz. Damit waren die Rettungskräfte so beschäftigt wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.